gestern, wo der Konrad kurz bevor er nach Kathmandu ausgeflogen worden ist, im Zelt gelegen ist. Da hat er halt so gemeint, dass er sich halt immer zurückkommt, den Berg zu probieren. Und seitdem mehr oder weniger habe ich mal überlegt, was ich jetzt da so tue. Weil ich bin nur da und der Berg ist nur da. Und grundsätzlich dachte ich eigentlich schon mal ganz gerne auf. Deswegen habe ich mal gedacht, probieren wir es mal allein. It's great to see this progression of alpinism, and the future of climbing is a lot of it is what David is. And to be here for David's first trip to Nepal is kind of, it's special because the people of Nepal, they identify with him. So there's a lot of ways in which this trip is unique. It's rich. It has some meaning for me. To visit the summit of an unclimbed peak in Nepal at an elevation of 6,907 meters, that's once in a lifetime. How often did you end up climbing Everest? Three times, and it's twice from the north side and then once from the south side. All right. And did you ever go up Chulalongkorn? Yeah, this one here in the sun, that was 10 years ago. Für den Lunar Kree, da gibt es erst seit ein paar Jahren ein Permit, dass man da überhaupt aufsteigen darf. Allerdings ist auch schon von ein paar wirklich starke Kletterteams besucht worden und die haben es eigentlich auch nicht geschafft. Also es ist sicher nicht ganz einfach und die technischen Schwierigkeiten sind sicher nicht zu unterschätzen. The ramp looks the best to me, climbing wise. Because the Serac was not really frightening. But how do you, what about that lower stuff? It's just bare rock. Yeah. Da haben wir uns jetzt eigentlich eine sehr steile Wand ausgesucht, um auf den Grat kommen. Einfach aus dem Grund, weil die flächeren Wandpartien einfach zum Teil von Steinschlag oder Eisschlag gefährdet sein, weil wir am ersten Tag einfach schauen wollen, dass wir bis auf den Grat raufkommen. Und von da weg folgt die Route, die was wir uns vorgenommen haben, eigentlich nur mehr noch den Grat. Wird dann mehr kombinierte Kletterei, wird mehr Eiskletterei sein. Und geht dann hoffentlich rauf auf den Gipfel. The most precious thing of all. Two brand new lighters never used. David. It's good stuff. And I'm big. You're the best. Irgendwie hat man das Gefühl, der Konrad hat für jede Situation das richtige Gadget. Also seine Löffel, die was extra lang sind, dass beim Travel Lunch bis ganz runterkommst oder so Kleinigkeiten. Man hat da irgendwie so das Gefühl, er ist wirklich gut vorbereitet für alles und ich glaube aber trotzdem, dass er auch gut improvisieren kann, was ja auch wichtig ist beim Bergsteigen. What's the temperature down here? Night before last was the coldest and it was probably minus 15. Yeah. And it's 6.5 degrees per 1000 meters, so 2000 meters above us, we're guaranteed 13 degrees colder than we are here today. And that's not even with wind, or we're looking at 30 to 40 below, so. It's gonna be cold. Yeah. Ich hätte ja gerne ein bisschen über Gefühle fragen, aber das. Was will ich mit Gefühlen? Ja, was ist das? Vom Bergsteigen. Ich glaube beim Bergsteigen selber, da kommen irgendwie die ganzen Gefühle, zumindest bei mir, nicht so 100% auf. Die hat man vielleicht nach dem Bergsteigen und vor dem Bergsteigen, aber
währenddessen man klettert und in Natur reinhängt, da ist man eigentlich eher damit beschäftigt, dass man das Beste aus der Situation macht. The most intense part of being up here is balancing the fear, the exposure, the severity of the location with the joy and the happiness. And when you're up here and you look around to Choyu, to Everest just over there, Lhotse, Nupse, it's, you can't help but be in awe of nature and the forces that are creating the Himalayas. The 6,000 meter peaks in the Khumbu, there's a certain allure because they have a certain symmetry and geometry. They're primarily granitic, so they're the good rock, the type of rock that you want to seek out. The moment we for Rob Sheedon from the camera team to go up on the climb. Beep, beep, beep. We're rolling. Check the time. 5:55. Passage geben, wo ich den Rucksack dann einfach zu einem Friend gehängt habe, weil ich mit dem Rucksack einfach nicht erklettert war und dann ohne Rucksack habe ich mir halt irgendwie den Kamin aufgeschrubbt. I need maybe 12 meters. How many meters do I have? Okay. Auf dem Sattel, da haben wir schon gewusst, okay, jetzt haben wir nicht mehr lange Sonne, jetzt wird es dann bald einmal dunkel. Aber wir haben genauso gewusst, wenn wir es am nächsten Tag auf dem Gipfel schaffen wollen, dann müssen wir einfach nur weitergehen. Und von dem her haben wir so weit aufgepusht, wie es irgendwie gegangen ist. Und ich habe dann noch zwei Saarlängen, glaube ich, auf dem Grat geführt. Die waren eh relativ anspruchsvoll, relativ geschissen, weil man keine Sicherungen eingebraucht hat, weil der Schnee beschissen war zum Klettern oder zum Stapfen. Wir sind nachher eigentlich schon im Dunkeln aufgekommen zu unserem Biwakplatz, haben da unter einem riesigen Stein eine kleine Spalte gefunden, wo wir
bisschen graben haben, insgesamt wahrscheinlich um die 2 Stunden, aber doch einiges an Zeit und Arbeit erspart, weil wir einfach das kleine Loch gefunden haben, wo wir unser Zelt einstellen haben können. Dann, glaube ich, um 2:30 in der Früh aufgestanden und eigentlich die ersten Saarlängen wirklich alles nur im Dunkeln geklettert und da ist eh alles super dahingegangen. Hat es einige Saarlängen gegeben, wo einfach die Schneeverhältnisse so beschissen waren und wo wir einfach kein Eis gefunden haben, dass wir einfach 100 Meter Saarlänge machen haben müssen, dass praktisch der Vorsteiger klettert, bis das Saal aus ist und dann der Nachsteiger einfach nachsteigt und der Vorsteiger gleichzeitig weiterklettert. Also so, dass beide gleichzeitig klettern und dann musst du halt immer schauen, dass einmal rechts von der Rechte bist, einmal links von der Rechte, weil falls einer fliegt, nachher willst du halt echt schauen, dass beide auf einer anderen Seite hängen. Dass praktisch der Grat die Sicherung ist. Do you mind following a few meters? Okay. Careful with the rope. Yeah. The rod's there. Oh, fuck, man. Wo wir gesehen haben, wie lang der Grat ist und vor allem wie anspruchsvoll der Aufschwung kurz unterhalb vom Gipfel nochmal ist, die letzten 300, 400 Meter. Ich glaube, da haben wir beide schon irgendwo so das Gefühl gehabt, okay, kann gut sein, dass sich das nicht ausgehen wird. Wir haben nachher trotzdem noch ein bisschen Nachmittag eine einfach so weit aufgepusht, wie es irgendwie gegangen ist. Aber irgendwann war dann einfach der Punkt da, wo wir entscheiden haben müssen, ob wir jetzt wirklich noch weiter probieren. Und eben haben da umgespielt mit so Ideen wie uns am Gipfel eingraben oder uns irgendwo am Grat in ein Schneeloch eingraben, um die Nacht auszusitzen und am nächsten Tag weiterzugehen. I feel like even if we dig in today, we might be able to make it up to the summit tomorrow, but it's gonna be a lot colder, more wind, and the worst part is that I have my doubts that we're gonna make it back from the summit, like climb the summit from here, and then go back to the tent. But I feel like we should go down. What's your feeling? I'm in the same boat. Schlussendlich war es einfach die einzig richtige Entscheidung, umzudrehen und zu schauen, dass wir wieder runterkommen zum Biwak, was auch nochmal eine große Herausforderung eigentlich war. Ich
no way we could have survived a night out there. Giving it our best. Yes, giving it our best. Giving it our all. That's the end of the day. 23 pitches. But it's a bigger, tougher mountain than we are. Mountains win. The day that we got down to Advanced Base Camp, the morning after, I found out that a friend of mine who was over on Tawoche, he and his buddy died. And so at that point, it was the very real costs of what we do out here were apparent, and it didn't want to play that hand with my family. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt das Worst-Case-Szenario ist, dass man da irgendwie unsere Finger oder unsere Zehen verloren hatten, wenn wir uns da oben eingegraben hatten, sondern ich glaube, das war einfach realistisch gewesen. Hat man fast rechnen müssen. Das war sicher nicht gut ausgegangen. Irgendwo so das erste Bild, was in meinem Kopf auftaucht, das sind nicht die Berge, das ist auch nicht der Everest, sondern das sind eigentlich irgendwo die grünen, steilen, bewaldeten Hänge rund um das Dorf, wo mein Papa aufgewachsen ist. Schön. Ich war vor 35 Jahren da in dieser Klasse drin gewesen. Ja, lustig, dass das alles noch so ist, gell? Ist auch schon immer gleich noch. Ja. Schön. Fällt mir. Wieder geworden. Ich war weder stolz, sagte ich, an Teil meiner Familie in Nepal zu haben, noch habe ich es irgendwie verleumdet. Aber ich glaube, man fragt sich einfach dann irgendwann ab einem gewissen Punkt ein bisschen mehr, ja, warum bin ich denn eigentlich der geworden, was ich jetzt bin? Gescheiterten Versuch letztes Jahr, wo wir 300 Meter unter den Gipfel umtrennen haben müssen, da ist das Projekt sicher über das letzte Jahr jetzt gewachsen, weil wir einfach immer wieder daran gedacht haben, uns lang vorbereitet haben und sicher der Conrad und ich auch zusammengewachsen sind noch mehr. Not climbing at all with Conrad Anker. Just laying here. Chilling out. And it's nice because, you know, it requires a certain amount of attention. A little bit of attention, but not like you have to train. Yeah, but I think where your little bit of attention and my little bit of attention, there's a little bit of a difference. I mean, there's nothing I can teach David in terms of climbing. He's a way better climber than I ever was at my best. So he is the next generation. But there's pacing and the way that we approach the mountain. I have to trust your partner, and when you have the right partner, then you can hopefully do great things. Of cutting edge alpine climbing. It's real stuff up there. Hold on for the ride. Der Conrad und ich sind eingestiegen und die Verhältnisse waren
besser wie das Jahr davor. Also wir haben mehr Eis in der Wand gehabt und der Fels, der was rausgeschaut hat, war freier vom Schnee und so. Also es war echt gut. Und ich bin nachher 4 Saallängen vorgestiegen und habe gesagt, okay, steig noch eine vor. Und beim Nachsichern habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht ganz. Er hat da extrem lang gebraucht und hat einfach nicht fit gewirkt. Und kurz vor dem Stand nachher hat er sich ein paar Mal reinhocken müssen und so einen Fels gelernt. Und da habe ich einfach gemerkt, irgendwas passt überhaupt nicht. Und habe dann gesagt, er soll sich Zeit lassen, soll er mal langsam aufklettern. Das hat er nachher gemacht und am Stand hat er sich dann sofort hinlegen müssen und hat eben gemeint, seine Lunge oder sein Herz tut irgendwie so weh. Es schaut so aus, der Konrad, dem geht's nicht so gut. Er fühlt sich irgendwie nicht fit, die letzten 2 Längen hat er sich ziemlich quälen müssen. Wir sollen jetzt ab und kommen zurück ins ABC. Well, I always wondered when I was going to get the message that it's time to let go of this game, and I think I got it. I think we should call the heli. Like, I don't think that's a question. Yeah, would you like that? I'll call the G1. Yeah, I mean, my lips are numb and my left arm is numb, and those are indications of a heart attack. And no, let's call the heli immediately. Okay. Yes, can you hear me? Okay, perfect. Jiban, so we're having a problem up here. Conrad isn't feeling well because it seems like he could have a heart attack. So we need an immediate helicopter rescue from ABC. Oh, man. And of 6000 Meter, 500 Meter über dem Boden in eine Wand rein. Und er sagt, dass bei ihm mit dem Herz irgendwas nicht ganz stimmt. Nachher gibt es keinen Grund, enttäuscht zu sein, sondern da gibt es leider eins und das ist alles. Bin ich halt allein da. Und immer nachher so gedacht, eigentlich grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, dass man den Berg auch allein umgeht. Sicher mit ein bisschen anderem Material,
bisschen abgespeckt alles. Ein bisschen andere Linie. Muss mal alles irgendwo adaptieren. Aber grundsätzlich ist es irgendwo vorstellbar, auch wenn die Chancen nicht gerade größer werden. Allein habe ich halt gewusst, die haben keine Chance, dass ich die gleiche Linie kletter, weil die einfach zu anspruchsvoll ist und habe deswegen auf eine leichtere Linie gesetzt, die was aber ein bisschen gefährlicher ist. Bin dann um Mitternacht gestartet, um den möglichen Storn und Eisschlag eben möglichst auszustellen. Bin dann bis zum Sonnenaufgang geklettert und dann über so eine Eisflanke aufs Camp 1 gekommen. Habe mich da in eine kleine Spalte reingekrockt. Das Zelt aufgebaut, mal Wasser gekocht und ein bisschen was gegessen. Super bequem war jetzt nicht heute in der Nacht, aber das Wichtigste ist, mein Husten geht es viel besser. Ich werde echt mal was Warmes trinken müssen. Bin dann am zweiten Tag weitergeklettert, ungefähr 100, 150 Meter auf bis zur Doblerone, das ist eine markanten Felszacke, die was direkt am Grat hockt. Da habe ich dann angefangen zu sichern und habe mich danach und so über den ganzen zweiten Tag eigentlich langsam vorwärts gearbeitet. Langsam vor allem, weil ich ständig aufklettern haben müssen, nachher einen Stand gebaut habe, abgesalt habe und dann den Rucksack erst nachbringen haben können, weil die Kletterei einfach zu anspruchsvoll war, dass man es mit Rucksack und ohne Sicherung macht. Doblerone Salding haben wir hinter uns. Als nächstes gibt es jetzt die richtig geile Dry-Tool-Länge rauf. Zuerst auf der nepalesischen Seite, dann auf der tibetischen. Oben sieht man die Headwall und den Gipfel.
ungefähr 30, 40 Meter weg, der Halbmann vom Mädchen, der wohl mit Konrad war. Und ich werde jetzt da mal irgendwo eine Zelt aufstellen, weil der scheiß Rucksack macht mich so fertig. Das kann die alles locker solo gehen, ohne Rucksack. Und auf dem letzten Stand sind es ungefähr 10 Meter daher. Und ich mit dem Rucksack wahrscheinlich eine Stunde gebraucht. Und morgen wird es sicher nicht einfacher. Dann stehe ich oben am Gipfel und bin fertig. Also ich glaube, die Sache endet da. Wir jetzt weitergehen. Das war halt echt wahrscheinlich Selbstmord. Ziel war eindeutig der Gipfel. Wenn als Bergsteiger der Gipfel nicht das Ziel ist, nachher kann man genauso tauchen gehen. Ja. Okay. Oder irgendwas anderes tun. Ja, ist ja wohl so. Ja, nein, du hast mir gesagt, eigentlich ist das Ziel, dass du so gescheit besorgst. Nein, das kommt dabei außer. Ich glaube, so besorgt wie bei der Tour habe ich mir es wahrscheinlich noch nie. Okay, jetzt ist er nach dem Bergsteigen. Ja. Was hast du jetzt für Gefühle? Gefühl ist sowas von flüchtig, okay? Dass man alleine am Berg sein schon gar nicht mit einem einzigen Gefühl verbinden kann, okay? Das sind 100.000 Gefühle. Ja? Also lass mich bitte in Ruhe mit deinen Gefühlen, okay?